Der Champions League Pokal ist in Hamburg. Die Handballer des HSV feierten den größten Triumph ihrer Vereinsgeschichte gebührend in der Ankunftshalle des Hamburger Flughafens. Das Terminal 2 verwandelte sich vollends in eine blau-weiße Partyzone. Das ist unfassbar. Ganz ehrlich, das ist so ein Rest in meinem Kopf, sagt mir noch, wir wachen jetzt auf gleich und haben alles gleiche geträumt, aber es stimmt gar nicht. Aber heute Morgen sind wir schon mal auf, weil es hat gestimmt. Wenn ich morgen früh noch aufwache und es stimmt immer noch, dann ist alles in Ordnung. Also es ist alles noch relativ frisch. Aber ich meine, dieser Empfang sagt schon vieles. Das ist wirklich was Großes war, was wir gestern geschafft haben. Und es freut uns natürlich ungemein. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand Trainer Martin Schwalb, der für eine Premiere sorgte. Martin Schwalb! Ich habe das auch so gehört. Mich haben da ein paar Kollegen von euch darauf aufmerksam gemacht, dass noch nie ein deutscher Trainer die Champions League gewonnen hat. Und da habe ich gedacht, das ist schön, dass ich das darf, dass uns das gelungen ist. Ja, das freut mich. Keine Frage, aber ich stelle mich da nicht in den Vordergrund oder so. Fotomotiv Nummer 1 war allerdings Spielmacher Michael Kraus. Ausgerechnet der Weltmeister von 2007, der den Verein im Sommer Richtung Göppingen verlassen wird, hatte die Hamburger nach seiner Einwechslung im Finale gegen Barcelona mit einer überragenden Leistung auf die Siegerstraße geführt. Das ist ja auch wie ein Märchen. Also eigentlich mein letztes internationales Spiel von HSV Hamburg, dann diesen Champions League-Titel. Naja, kleines Abschiedsgeschenk. Nein, Spaß. Dem HSV steht in der kommenden Saison ein Umbruch bevor. Doch daran wollte in der Stunde des Triumphs niemand denken. Noch auf dem Flughafen kündigten die Hamburger die nächste Megasause an. Wie nach der Meisterschaft 2011 soll am Sonntag mit der ganzen Stadt gefeiert werden.